Nicht genug, was Odin mir angetan hat. Er hat jede Erinnerung, die ich an mein Zuhause habe, entweiht. Sei froh, dass du ein Zuhause hast und dass du dich gern erinnerst. In Sparta nahm man die Kinder ihren Eltern weg und erzog sie in der Agoge. Wir marschierten oder starben, stritten um Reste oder hungerten. Man schlug uns, bis wir nicht mehr stehen konnten. Abends schlichen wir nach Hause, allein, gejagt von den Wölfen. So werden Spartaner gemacht. Diese Pflanzen verhalten sich wie die Hohnstangen, die wir einst im Vorland von Midgard fanden. Tja, wenn man bedenkt, wie Spartaner sind, ist es kein Wunder, dass du so geworden bist. Dein Schicksal war vorbestimmt. Man kann sein Schicksal ändern. Das dachte ich auch immer. Als die Nornen das Schicksal meines Sohnes weissagten, wollte ich es ändern. Du weißt, was das für ein Ende nahm. Die Nornen sind die Mäuren dieser Welten. Ganz genau. Der Prophezeiung zu trotzen ist riskant. Hm.
Atreus gäbe dir bei den Prophezeiungen recht. Stirbt blind, wenn sein von Riesen geweissagtes sagt das Schicksal. Und verschwindet für 2 Tage, bis sich als ihr Streiter beweisen, der bei Ragnarök kämpft. Wie bitte? Ich kenne alle Ragnarök-Prophezeiungen. Es gibt keinen Streiter der Riesen. Groa hatte diese verborgen. Wegen dieses Streiters rafft Ragnarök die Welten nicht dahin. Nur Asgard wird fallen. Und Odin. Obwohl Odin also die ganze Zeit so von Ragnarök besessen war, fehlt ihm also ein wichtiger Baustein. Gut gemacht, Groa. Atreus wird kein Spielball der Prophezeiung. Du stellst dich noch gegen das Schicksal? Selbst wenn es einen Sieg vorhersagt? Mein Sohn zieht nicht in den Krieg. Er ist kein Spartaner. Dabei soll es auch bleiben. Hm.
Du sprichst davon, deinen Sohn zu beschützen. Ist meine Tragödie dir nicht Lehre genug? Wir sollten unsere Zeit mit ihnen verbringen, nicht damit, das Schicksal zu bekämpfen. Man weiß nie, wann jemand einem plötzlich diese Zeit nimmt. Was ist mit dem Kran? Kannst du ihn drehen? Kannst du die Fackel auf die andere Seite schwingen, um das Gestrüpp im Weg zu verbrennen? Fackel auf die andere Seite schwingen, um das Gestrüpp im Weg zu verbrennen? Inseln solltest du besser an die Fackel herankommen, nicht wahr? Jump!
deinen Klingen kannst du die Fackel rüberschwingen. Gehen wir jetzt über die Brücke. Wie kannst ausgerechnet du von allen Lebenden vor Krieg zurückschrecken? Nach all den Göttern, die du getötet hast? Ich kenne den Krieg und seinen Preis. Ich etwa nicht? Nach dem, was ich zahlte, um einen zu bekommen? Sieh dich um, Kratos. Das geschieht, wenn das wahre Böse nicht bekämpft wird. Na schön, jetzt aber zurück zur Sache. Einer von Odins Hauptmännern. Mach dich bereit. Vita
Dein Verlust nicht wieder gut. So wenig wie mein Tod. Für heute habe ich genug Binsenweisheiten aus deinem Mund gehört. Könntest du bitte einfach still sein und töten? Jetzt komm! Yeah.
nicht wieder aufzutöten. Was? Ich töte, um meinen Sohn zu schützen, meinen Freunden zu helfen. Aber ich bin niemandes Monster. Nie wieder. Das ist nicht deine Entscheidung. Nicht mit dem, was du mir schuldest. Ich bin nicht wegen Schulden hier. Ich hätte dir immer geholfen. Es wurde mir so vieles genommen und das soll ich einfach so hinnehmen? Freya. Genug! Gehen wir. Wir müssen nur durch die Türen da vorne. So. Ja. Ja. Da. Ich spüre die Quelle der Magie, die mich in Midgard hält. Was ist das hier? Mein Zuhause. Ich bin hier geboren. Ja! Moment. Irgendwas stimmt nicht. Opinbera. Weltenbaumwurzeln zu Odins verdammten Knoten gebunden. So hat er das geschafft. Komm schon! Freya! Nie tauget? Was willst du? Gehört das zu Odin? Nein, es schützt Yggdrasils Wurzeln, wo immer sie sind. Der Bastard hat damit gerechnet. Was machst du denn da hinten? Los, hinterher! Ich muss an die Wurzeln rankommen. Du hast jetzt ihre Aufmerksamkeit! Bleib dran! Zieh es raus! Es darf sich nicht im Weg Fall. Schnell!
Du bist frei. Ich bin Dharahim, ja. Aber es gibt mehr von uns. Sie beschützt sie mit ihrem Leben. Angriff aufgeladen ist, ist es zu spät.
rächen und du bist im Weg. Leiser Riever! Was das? Das war's. Es ist wirklich vorbei. Und jetzt, wo du hast, was du willst? Ich vermute, an diesem Punkt vergebe ich dir oder töte dich. Wie entscheidest du? Ehrlich gesagt, bin ich zu keinem davon fähig. Es gibt einen Teil von mir, der ist so voll Hass. Er wird es immer sein. Er wird immer hasserfüllt sein. Aber nein. Du bist nicht derjenige, der sterben muss. Das erkenne ich. Hör zu. Alles, was zwischen uns geschehen ist. Du brauchst nichts zu sagen. Nicht zu mir. Nicht deswegen. Ich bereue nicht, dich gerettet zu haben. Das werde ich nie. Aber die Entscheidung zwischen Leben und Tod hätte die deine sein sollen. Ich hätte dir die Wahl nicht abnehmen dürfen.
Da ich jetzt wieder ich selbst bin, sollte ich mich meinem Bruder stellen. Und danach? Ich weiß es nicht. Es ist lange her, dass ich eine Wahl hatte. Das will ich einen Moment genießen. Kratos, ich sehe etwas. Wir können diesen Weg zurück zum Lager nehmen. Ich kann bei den Ranken helfen. Steck deine Klingen in die leuchtenden Ranken und zünde sie an. Dein Bruder schien offen für deine Rückkehr. Oh, ich bin sicher, er hätte nichts lieber, als dass alles so wird, wie es war. Und die Verantwortung der Führung mir zu überlassen. Wachsam bleiben! Setz deine Wut effektiv ein. Nun, man lernt das zu nutzen, was man hat. Hm.
Es ist nicht so, dass ich auf Freyr wütend sein will. Er ist mein Bruder. Er war für mich der wichtigste Mensch auf der Welt. Mein halbes Leben. Solche Pflanzen haben wir vorhin schon gesehen. Frost sollte ihr Gift schnell neutralisieren. Ich glaube, da es mehrere sind, brauchen wir eine andere Strategie. Versuchen wir es mit einem Siegel. Sehr gut. Achtung, das sind Irrlichter. Starke Manifestationen von Runenmagie. Sie sind immun gegen körperliche Angriffe. Meine Beine können ihren Schutzzauber durchbrechen. Diesen Ort jemals wieder als Zuhause betrachten? Nach allem, was passiert ist? Göll und Hati sind in Vanaheim? Die Riesen haben sie wohl vor Odin gerettet und hergebracht. Sieh nur,
Das Licht weckt die schlafenden Wurzeln. Sie strecken sich, um die Sonne zu begrüßen. Wunderschön, oder? Kein Vergleich zu den Schneedecken Midgards, an die ich mich gewöhnen musste. Der Zug gen Osten, genau wie in meiner Erinnerung. Wenigstens ist nicht das ganze Reich den Jägern und Besetzern zum Opfer gefallen. Ich schätze, es gibt hier noch etwas, wofür man kämpfen kann. Das man verteidigen muss, auch wenn schon viel Schaden angerichtet wurde. Vielleicht gilt das auch für Freyr.